Könnt euch gerne setzen. Ich wünsche euch auch einen richtig guten Morgen an diesem warmen Sommertag. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, so etwas nicht nochmal zu machen. Ich war 19 Jahre alt ungefähr, vielleicht war es auch 18, und ich machte mein Abitur. Und es gab Fächer in der Schule, die hatte ich total gerne. Und es gab Fächer in der Schule, die hatte ich nicht so gerne. Und Deutsch gehörte zu den Fächern, die ich nicht so mochte. Und mein Lehrer tat aus meiner Sicht zumindest nicht viel dafür, um mich von etwas anderem zu überzeugen. Und deswegen gehörte in dieser Phase meines Lebens, das muss ich bekennen, gehörte ich teilweise zu den Schülern, die ab und zu mal dem Unterricht fernblieben. So auch diesmal. Ich war an dem Tag zu den anderen Unterrichtsstunden gegangen, aber für Deutsch fehlte mir wirklich jede Motivation an diesem Tag. Also ging ich nicht hin. Einige Tage später wurde ich dann wieder mit dieser Tatsache konfrontiert, dieses Mal aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Um meine Fehlstunde zu entschuldigen, hatte ich eine Entschuldigung geschrieben, ich war ja schon volljährig, und hatte das mit Krankheit begründet. Ich ging also zum Lehrer und zeigte ihm meine Entschuldigung. Und er schaute mich einfach nur an und sagte mir so direkt ins Gesicht, aber laut hörbar für die ganze Klasse: Arthur, diese Entschuldigung werde ich nicht entschuldigen. Ich habe sie an dem Tag in der Schule gesehen. Sie waren nicht krank. Hören Sie auf, mich zu belügen. Das hatte gesessen. Mit hängendem Kopf setzte ich mich wieder auf meinen Platz und am liebsten wäre ich gleich wieder nach Hause gegangen. Und den Rest der Stunde saß ich dann hinten und fragte mich, wie kann das sein, dass ich so etwas mache? Ich hab mir doch vorgenommen, das nicht zu machen. Ich wollte nicht einfach schwänzen. Ich wollte auch nicht mehr lügen. Und jetzt analysierte ich so ein bisschen meine Situation und fand mich darin wieder. Ich hatte eigentlich dadurch, dass ich diese eine Stunde geschwänzt hatte, nichts gewonnen. Ich hatte zu Hause gelogen, weil ich meinen Eltern gesagt hatte, die Stunde wäre ausgefallen. Ich hatte versucht, meinen Lehrer zu belügen. Und am Ende stand ich sogar noch vor der ganzen Klasse als Lügner da. Und das war einer dieser Momente, wo ich dann einfach in mich selbst hineinhörte und fragte, wie kann das sein, dass ich mir eins vornehme und das andere tue? Wie kann ich eigentlich etwas in meinem Leben, wo ich doch das Gute will, das auch dazu kommen, das auch zu tun, wie kann ich das verändern in meinem Leben? Auch Paulus, der große Schreiber des Neuen Testaments, der kennt dieses Dilemma. Und er schreibt darüber in Römer 7, die Verse 12 bis 25, die möchte ich mit euch lesen. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Das Gebot gebrauchte nur die Abscheulichkeit der Sünde, brachte nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin von Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest.
obwohl ich doch das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern im Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Ich glaube, dass wir diese Erfahrung, die Paulus hier beschreibt, als Menschen ganz, ganz gut kennen. Ich tue nicht das Gute, das ich will, tun will, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht will. Wir nehmen uns etwas vor, aber machen es dann doch nicht. Wir nehmen uns vor, fitter zu werden, Sport zu machen, bleiben dann aber doch auf der Couch liegen. Wir nehmen uns vor, die Bibel zu lesen, Zeit mit Gott zu verbringen, verschieben es dann doch aber immer weiter. Wir haben uns fest vorgenommen, Zeit mit den Kindern zu verbringen, damit sie jetzt gerade im Sommer nicht einfach nur vor dem PC hängen. Und dann klappt es doch nicht. Es sind schon Wochen vergangen und wir haben es doch nicht geschafft. Wir wollen uns mitfreuen mit den Erfolgen von anderen Menschen und merken dann doch, wie in uns der Neid aufsteigt. Wir wollten uns um jemanden Bedürftigen kümmern, haben das ganze Geld aber doch wieder für uns nur aufgebraucht. Oder wir nehmen uns etwas vor, etwas nicht mehr zu machen, tun es aber dennoch. Wir merken, dass es uns nicht gut tut, viel Zeit auf Social Media zu verbringen und am Ende der Woche zeigt unser Handy uns aber trotzdem an, dass wir 20% mehr Bildschirmzeit wieder am Handy verbracht haben. Wir nehmen uns vor, geduldiger den Kindern zu begegnen und finden es dann doch wieder in der Situation, laut geworden zu sein. Wir sind eigentlich davon überzeugt, dass es richtig ist, umweltbewusst zu leben, auf das eine oder andere zu verzichten, aber im Alltag lassen wir uns dann doch immer wieder gehen. Wir nehmen uns vor, irgendwie Seitenhiebe über Kollegen wegzulassen und dann im Meeting rutscht uns doch wieder einer raus. Es ist die Schwäche schlechthin von uns Menschen, dass wir so viel Gutes wollen, so viele gute Absichten haben, gleichzeitig aber doch so viel Schlechtes tun. Und in diesem Text finde ich, die Verzweiflung von Paulus über diese Tatsache, dass sie sehr, sehr gut zum Ausdruck kommt. Vers 24, ich unglückseliger Mensch, ich elender Mensch. Und ich denke, dass auch wir diese Verzweiflung kennen. Wie kann es sein, das Gute zu wollen, es aber doch irgendwie nicht zu schaffen? Wie kann ich Schlechtes in meinem Leben, die Bibel nennt es Sünde, etwas, was nicht moralisch nicht den Ansprüchen Gottes entspricht, wie kann ich das überwinden? Das ist die Frage für die heutige Predigt. Und vielleicht eine kurze Brandbemerkung zu Beginn. Hier geht es nicht irgendwie um Erkrankungen, wo Menschen irgendwie gewissen Zwängen ausgeliefert sind, sondern um eine Erfahrung, die wir als Menschen allesamt machen, nämlich moralisch das Gute zu wollen und dennoch es nicht zu tun. Es geht um dieses große menschliche Dilemma. Ein guter Mensch sein zu wollen und es dennoch nicht zu schaffen. Und ich möchte mit euch aus diesem Text, den wir gerade gelesen haben und ein paar andere Textstellen drumherum, mit euch erstmal drei kurze typische Ansätze von uns Menschen anschauen, wie wir versuchen, dieses Dilemma zu lösen, die aber eigentlich nicht vielversprechend sind. Und dann im Anschluss nochmal zwei Wahrheiten mit uns besprechen, die wirklich in uns etwas verändern können. Fangen wir mit den wenig hilfreichen Ansätzen an. Der erste Reflex, wenn wir feststellen, dass etwas nicht klappt, dass etwas nicht funktioniert, dass wir irgendwo nicht vorankommen, ist der, dass wir uns versuchen, noch mehr anzustrengen und noch mehr zu bemühen. Und das ist die ganz natürliche Reaktion von uns Menschen und auch so, wie vieles von uns in dieser Welt funktioniert. Wenn du mehr lernst, kannst du die Prüfung eher bestehen. Wenn du härter trainierst, kannst du beim Wettkampf eine bessere Leistung erzielen. Wenn du disziplinierter dein Leben gestaltest, hast du für die verschiedenen Dinge des Lebens vielleicht ausreichender Zeit. Anstrengung und Disziplin sind durchaus wichtige Werte für das Leben. Aber durch Anstrengung und Disziplin können wir auch nicht alles schaffen. So sehr wir uns auch darum bemühen,
Aber es gelingt uns nicht immer, gut und richtig zu handeln. So sehr wir auch versuchen, darauf zu achten, aber es gelingt uns nicht, nie etwas Falsches zu sagen. Und egal wie stark wir versuchen, unsere Gedanken mit Positivem zu füllen, es gelingt uns nicht, auch nie etwas Falsches, etwas Schlechtes über andere Menschen zu denken. Paulus war ein Mensch gewesen, der ursprünglich vollkommen davon überzeugt gewesen war, dass es möglich ist, durch Anstrengung, durch Disziplin vieles zu schaffen, die Sünde zu besiegen. Er gehörte zu den Pharisäern, die versuchten, auf strengste Art und Weise Gottes Gebote zu befolgen. Aber doch realisiert Paulus hier, so stark bin ich nicht. Das kann ich gar nicht. Die Sünde, das Böse, das ist viel stärker. Ich komme dagegen mit Anstrengung, mit Mühe, mit Disziplin, komme ich da gar nicht gegen an. Er sagt, es fehlt mir ja nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig. Ich bin zu schwach. Mit Anstrengung und Disziplin können wir viel schaffen, aber sie werden uns nicht vollständig dauerhaft verändern können. Ein anderer Lösungsansatz, den wir als Menschen häufig wählen, Sünde und schlechte Gewohnheiten zu überwinden, ist der, den Maßstab Gottes herunterzuschrauben. Also hinzugehen und das Problem nicht bei sich selbst zu suchen, sondern bei Gott und bei seinen Geboten zu suchen. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm zu lügen. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, wenn ich neidisch bin. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, wenn ich ab und zu mal mit jemandem flirte, der nicht mein Ehepartner ist. Es kann doch eh kein Mensch alle Gebote halten. Es kann doch eh kein Mensch schaffen, nach Gottes Maßstab zu leben. Deswegen kann es vielleicht auch gar nicht so gemeint sein. Man braucht es vielleicht nicht so eng sehen. Und natürlich werden wir in der Bibel auch herausgefordert, Dinge zu hinterfragen und nachzuschauen. Wir werden aufgefordert, in der Bibel ganz konkret alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Aber in diesem Abschnitt macht Paulus auch sehr deutlich, dass es nicht Gottes Anspruch ist, bei dem der Fehler liegt, der irgendwie schlecht oder der Gottes Maßstab ist, der irgendwie übertrieben ist. Er sagt in Vers 12, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Gottes Gebote sind gut, Gottes Maßstab ist hoch, aber er ist richtig und er ist wichtig, damit gutes Leben miteinander möglich wird. Vielmehr ist es so, wenn es uns tatsächlich gelingen würde, nach den Maßstäben Gottes zu leben, wäre das ja ein richtig freudiges und erfülltes gemeinsames Leben auf dieser Erde. Es kann also auch nicht die Lösung sein, den Maßstab Gottes herunterzuschrauben und zu sagen, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ein dritter Lösungsweg, der wenig hilfreich ist, sich einfach mit der Situation irgendwie abzufinden und dem eigenen Versagen abzufinden. Also sich selbst zu sagen, naja, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Ich schaffe nicht, das Gute zu tun und bin deshalb ein Versager, der sich auch nie ändern wird. Ich werde das halt nicht verändern können. Ich habe mich lange Zeit vielleicht bemüht, habe etwas versucht, in meinem Leben etwas zu verändern, aber es wurde einfach zu anstrengend. Und deswegen habe ich aufgegeben, habe mich damit abgefunden, wie ich halt bin. Und das ist richtig schade, wenn wir zu diesem Punkt im Leben kommen. Denn das Leben, das für Gott, für uns doch im Sinn hat, ist eigentlich von einer anderen Qualität, in der wir nicht einfach nur von Niederlage zu Niederlage gehen, sondern in der wir ein Leben führen können, das durchaus siegreich auch gestaltet wird. Paulus sagt zum Beispiel in Epheser 4, Verse 20 bis 23, aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Einfach aufzugeben, zu sagen, so bin ich halt, ein Versager, eine Versagermentalität anzunehmen, kann also auch keine Lösung sein. So bin ich halt, ich kann nicht anders. Wir sehen also drei wenig hilfreiche Ansätze. Der eine baut auf seine eigene Stärke und sagt, ich kann das schaffen. Der andere versucht, den Maßstab Gottes herunterzuschreiben und sagen, vielleicht hat Gott das gar nicht so gemeint.
Und der Dritte findet sich irgendwie mit diesem Situation ab und sagt, ich bin halt ein Versager und ich werde das nicht schaffen. Und vielleicht findest du dich heute Morgen auch in dieser Situation wieder, den einen oder anderen dieser Wege mal verfolgt zu haben, wenn es darum geht, in deinem Leben Sünde zu überwinden, gewisse schlechte Gewohnheiten zu überwinden und du merkst, das funktioniert nicht, damit bin ich auf dem Holzweg. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dir folgende zwei Wahrheiten als Alternativen in deinem Leben fest zu verankern, die besser sind. Es gibt nämlich zwei Wahrheiten in der Bibel, die uns tatsächlich helfen können, Sünde in unserem Leben zu überwinden. Und die erste Wahrheit ist die, anzuerkennen, dass ich als Mensch durchaus ein schwacher Mensch bin. Wir lesen hier in diesem Text in Römer 7 so die Perspektive von Paulus auf das Ganze. Und die ist schon ein bisschen pessimistisch. Die Fähigkeit des Menschen, von sich aus wirklich gut zu sein, ist nicht besonders hoch. Und der Standard, den Paulus hier ansetzt, ist ja nicht der, wieso der Durchschnitt der Menschheit lebt, sondern der Maßstab Gottes. Und als Menschen erkennt Paulus, dass wir wirklich schwach sind. Wir haben zwar viele Vorstellungen davon, wie gutes Leben aussehen kann, wie ganze Gesellschaften wirklich gut besser funktionieren könnten, aber es gelingt uns irgendwie auch nicht. Etwas steht da immer im Weg, um das auch wirklich umzusetzen. Das Ich, griechisch das Ego. Ich stimme dem Gesetz freudig zu, sagt Paulus in Vers 22, aber in meinen Gliedern, in meinem, wie ich bin, sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern im Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Sünde ist so stark, sie macht mich zu einem Gefangenen. Ich allein kann die Sünde nicht besiegen. Und hierhin zeigt sich die ganze Schwäche von uns Menschen. Wir können uns nicht an unserem eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Wir haben nicht die Kraft dazu. Und das ist die erste wichtige Erkenntnis, die wichtige Wahrheit, zu erkennen, dass ich es von mir aus nicht kann. Und damit anzuerkennen, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, dass in dieser Wahrheit ein ganz großer Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und vielen anderen Weltanschauungen liegt. Timothy Keller sagt dazu, allein die christliche Weltsicht verortet das Problem der Welt nicht in einem Teil der Schöpfung oder in einer bestimmten Gruppe von Menschen, sondern in der Sünde. Also dem Verlust unserer Beziehung zu Gott. Und die Lösung sieht sie in Gottes Gnade, also der Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir alle sind Sünder und können die Welt daher nicht in Helden und Schurken einteilen. In der Geschichte hat es viele, viele Versuche gegeben, die schlechten Umstände zu verändern. Manchmal gab es Versuche, die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung zu verändern, sie von gewissen schlechten Umständen zu befreien. Häufiger haben verschiedene Gruppen von Menschen versucht, der bösen Welt zu entfliehen. Eine Gruppe von Menschen machte sich auf den Weg an einen anderen Ort, um durch ihre gut durchdachten Regeln fernab von gewissen schlechten Einflüssen zu leben. Das Problem war, immer. Sie nahmen sich selbst mit. Sie nahmen sich selbst mit und damit auch die Sünde. Das Problem der Welt liegt nicht in einem Teil der Schöpfung oder in einer bestimmten Gruppe oder in irgendwelchen gewissen Umständen, sondern in uns, in der Sünde, die in unseren Gliedern ist. Und anzuerkennen, dass ich schwach bin, ist der erste Schritt zur Veränderung. Und dieser Schritt steht am Anfang des christlichen Glaubens, aber es ist auch mehr als nur das. Es ist nicht nur einfach ein einmaliger Schritt, sondern vielmehr eine Haltung, die das christliche Leben prägt. Solange ich auf dieser Erde bin, in meinem menschlichen Körper bin, werde ich anerkennen müssen, dass ich schwach bin, dass ich begrenzt bin. Ich werde niemals irgendwie Perfektion, Sündlosigkeit erreichen. Und diese Haltung der Demut, das Bewusstsein der eigenen Schwäche, muss auch mein Leben als Christ prägen. Es gibt
diese Geschichte, die Jesus erzählt, von zwei Männern, die beten gehen. In Lukas 18 lesen wir davon. Und der eine Mann geht hin und sagt, ist ein Zolleinnehmer, ist ein Pharisäer, und er geht hin und betet und sagt, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von allen meinen Einkünften. Und der andere ist ein Zolleinnehmer und sein Gebet ist dies: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Und Jesus bewertet dann diese kurze Geschichte, die er erzählt, und sagt, ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieses Anerkennen der eigenen Schwäche ist entscheidend wichtig. Dass ich die Schuld für meine Fehler nicht bei anderen suche, auch nicht mit anderen mich vergleiche und sage, ich bin doch besser als der, sondern stattdessen aber hingehe und mich einfach vor Gott beuge und ihn um Hilfe bitte. Und ich darf mich zu Gott, an Gott wenden mit dem Wissen, dass ich dennoch angenommen bin, dass er mich dennoch liebt mit meiner ganzen Schwäche, mit meinem ganzen Versagen, mit meiner ganzen Unfähigkeit, gut zu sein, von her wirklich moralisch ein guter Mensch zu sein. Er lehnt mich nicht ab. In Römer 8 lesen wir davon, Verse 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann uns trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott nimmt mich an. Gott liebt mich. Gott kennt meine Schwäche. Ich brauche ihm nichts vormachen. Ich brauche ihm nicht irgendwie vorgaukeln, dass ich stark bin. Ich muss mich nicht beweisen. Ich muss nicht erst performen. Ich muss nicht irgendwie erst Erwartungen erfüllen. Ich stehe auch nicht unter dem Druck, erst jemand zu werden, der ich gar nicht bin. Ich muss nicht erst Gutes getan haben, bevor er mir zuhört. Sondern ich darf mit all meiner Schwäche zu Gott kommen und mich in seiner Stärke aufgehoben wissen. Immer und immer wieder. Denn er ist der Gott, der mich liebt und der mich annimmt. Wahrheit Nummer 1. Erkenne deine eigene Schwäche und suche den starken Gott. Und dann gibt es noch eine zweite Wahrheit, die ebenso wichtig ist. Und die ist, dass wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir uns zu ihm hinwenden, dann etwas Neues in uns beginnt. In unserem Leben zieht eine Kraft ein, die stärker als die Kraft der Sünde ist. Wir brauchen nicht zu bleiben, wie wir sind. Paulus kennt nicht nur die Niederlage, sondern er kennt auch den Sieg. Paulus kennt nicht nur die Schwäche, sondern er kennt auch durchaus die Stärke und die Kraft. Das Entscheidende ist aber, dass diese Stärke und Kraft nicht in uns selbst liegt, sondern Gott in uns bewirkt. Das große menschliche Dilemma, die größte aller unserer Schwächen, wird in der Hinwendung zu Gott wirklich an der Wurzel gegriffen. Gott verändert nicht einfach um uns herum etwas, sondern er verändert etwas in uns. Die Bibel redet davon, dass wenn wir uns Gott zuwenden und ihm glauben, er uns zu einem neuen Menschen macht. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, das ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Und das, was hier so treffend auf den Punkt gebracht wird, finden wir auch an ganz verschiedenen Stellen des Neuen Testaments. Wer mit Christus verbunden ist, der ist eine neue Schöpfung. Der wird von Neuem geboren. Ist Teil eines neuen Bundes.
neues Leben, hat ein neues Herz bekommen, hat einen neuen Menschen angezogen, ist ein neuer Mensch geworden, hat einen neuen Namen und erwartet einen neuen Himmel und eine neue Erde. In der Hinwendung zu Gott, im Glauben an Jesus Christus, bekommen wir eine neue Identität. Und das Gute ist, wir bekommen sie. Wir empfangen diese Identität. Sie wird uns geschenkt. Wir müssen sie uns nicht erarbeiten oder nach ihr suchen, alles Mögliche ausprobieren, um herauszufinden, wer wir wirklich vielleicht sind und wo vielleicht doch noch etwas in uns ist. Diese neue Identität wird uns vielmehr von Gott geschenkt. Und wir dürfen sie annehmen. Es ist die Identität eines Menschen, der zu Gott gehört, der Gottes Kind ist. Und wie alles andere auch, beginnt diese neue Identität klein und muss wachsen. In dem Vers, den wir gerade gelesen haben, lesen wir, etwas Neues ist entstanden. Es ist wie so eine kleine Pflanze, die gerade aus der Erde herausgeschossen ist. Das Neue ist da, es existiert, es ist entstanden, aber es ist auch noch erst im Werden. Was hier begonnen hat, ist ein Prozess, der ein Leben lang dauern wird. Solange wir auf dieser Erde sind, in diesem menschlichen Körper sind, sind wir einerseits schon Seiende, wir haben eine neue Identität, aber auch immer noch Werdende. Kolosser 3, Vers 10 bringt das gut auf den Punkt. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Wir sind einerseits neu gemacht worden, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind aber auch immer noch weiter ständig dabei, erneuert zu werden. Wir sind von vor Gott gerecht. Gott sieht in uns schon jetzt diesen vollkommenen neuen Menschen. In unserem Alltag, in unserer Praxis, in unserem Leben ist das aber ein Prozess der Erneuerung. Wir werden immer mehr Stück für Stück verändert, neu gemacht. Und das ist die zweite Wahrheit. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du mit ihm verbunden bist, hat in dir ein Erneuerungsprozess begonnen. Und diese beiden Wahrheiten zusammen, dass du einerseits als Mensch, dass wir einerseits als Menschen wirklich schwach sind, dass wir von uns aus uns nicht verändern können, Sünde nicht von uns aus besiegen können, und dass andererseits Gott in uns etwas Neues begonnen hat, ein Erneuerungsprozess begonnen hat, prägen unser Leben als Christen auf dieser Erde. In Römer 8, ab Vers 4 lesen wir, das ist das nächste Kapitel, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Unser Leben, auch von uns als Christen, ist immer noch irgendwo von Schwäche geprägt. Wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt. Dazu müssen wir Realisten genug sein. Aber wir können dennoch Siege über Sünde erleben. Teilsiege sozusagen, wenn wir Gottes Geist in unserem Leben Raum geben. Hier in diesem Text wird uns deutlich, dass wir durch den Geist Gottes, der in uns lebt, befähigt sind, Dinge zu überwinden. Der Kampf mit dem Schlechten, mit der Sünde geht zwar unser ganzes Leben lang weiter, weil wir in dieser Spannung zwischen schon jetzt, der neuen Identität, die wir angenommen haben, aber dem auch noch nicht, dass wir hier und jetzt auf dieser Erde leben, in dieser Spannung leben, aber dennoch dürfen wir in diesem Erneuerungsprozess Stück für Stück Veränderung erfahren. Wir dürfen uns von Gottes Geist erneuern lassen. Wir dürfen Stück für Stück das ablegen, was wir nicht tun wollen und immer mehr das tun, was wir eigentlich auch tun wollen. Diese zwei Wahrheiten gehören zusammen. Wir werden auf dieser Erde niemals vollkommen sein. Wir dürfen aber durch die Kraft Gottes schon jetzt erleben, wie er uns verändert und auch befähigt, wirklich Gutes zu tun. Petrus ist das Beispiel
eines Menschen, bei dem diese Veränderung sichtbar wird. Am Anfang war Petrus von seiner eigenen Stärke mehr als überzeugt. Er ging hin und zückte das Schwert, um Jesus zu verteidigen, als er gefangen genommen wurde. Wenig später, nur ein paar Stunden später, wurde ihm die eigene Schwäche äußerst heftig vor Augen geführt, als er leugnete, zu Jesus zu gehören. Dreimal leugnete er, zu Jesus zu gehören. Einige Zeit später dann hatte er eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, bei der Jesus ihm in seiner Schwäche begegnet und ihn wieder aufrichtet. Und Petrus sich noch einmal ganz klar zu Jesus bekennt und sagt, ja, ich glaube an dich, ich will dir folgen. Und als dann an Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen wird, der Heilige Geist auf diese Erde kommt, sehen wir einen erneuerten Petrus, wie er sich hinstellt und voller Kraft von Jesus predigt. Aus dem Leugner Petrus wird ein Bekenner Petrus. Es läuft nachher nicht alles perfekt in seinem Leben. Wir lesen auch noch von Dingen, die er nicht so gut gemacht hat, wo er Fehler begangen hat. Aber an dieser Stelle sehen wir, wie ein Erneuerungsprozess bei Petrus ganz praktisch stattgefunden hat. Wir sehen, wie Petrus einen Sieg erfahren hat, der von jetzt an nicht mehr dazu denjenigen gehört, die Jesus verleugnen, sondern ihn laut bekennen. Und das wünsche ich auch dir. Das wünsche ich auch dir an diesem Morgen, an diesem Tag, dass du in deinem Leben als Christ das erlebst. Dass du nicht immer an den gleichen Problemen hängen bleibst, dass du auch erlebst, dass Sünde und schlechte Gewohnheiten überwunden werden können. Dass du inmitten dieser Spannung, die wir auf dieser Erde einfach haben, dass du einerseits nie vollkommen sein wirst, dennoch siegreich auch leben kannst, Siege erleben kannst. Und ich darf dich heute Morgen einladen, wenn du merkst, dass vielleicht bislang in deinem Umgang mit Dingen, die du eigentlich nicht tun willst, aber dann doch tust, und dass in diesem Umgang mit diesem großen menschlichen Dilemma, wenn du da einen dieser drei falschen Ansätze bislang gewählt hast, ich möchte dich einladen, diese zwei neuen Wahrheiten neu für dich persönlich zu deinen Wahrheiten zu machen. Was dabei vielleicht gut helfen kann, ist, dir jemanden zu suchen, der vielleicht ein paar Schritte weiter schon ist. Der in diesem Erneuerungsprozess ein paar Schritte vorangekommen ist, dir voraus ist. Und ihn zu bitten, dich dabei zu begleiten, dir dabei zu helfen, vielleicht die Dinge, wo du merkst, dass sie dich behindern, die schlecht in deinem Leben sind, zu überwinden. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen, das zu tun. Und wir in der Kirche für Bonn, wir helfen dir auch gerne dabei. Und ich möchte auch gerne ganz konkret dafür beten. Jesus Christus, wir als Menschen sind schwach. Und wir müssen anerkennen mit Paulus, dass wir uns ganz häufig gute Dinge vornehmen, das Gute wollen, aber doch so häufig auch das Schlechte tun. Und dennoch, in all unserer Schwäche, Gott, begegnest du uns. Und du möchtest in uns etwas tun, sodass wir in all unserer Schwäche doch auch siegreich sein können. Danke dir, Jesus Christus, dass du, wenn wir an dich glauben, in uns etwas Neues entstehen lassen hast. Dass du in uns etwas Neues bewirkst, dass du uns neues Leben gibst. Dass du mit deinem Geist in uns einziehst und uns erneuerst. Stück für Stück. Und dass wir auch Veränderung erfahren dürfen. Danke dir, Herr Jesus, dass du dich unserer Schwachheit angenommen hast. Und dass du uns helfen möchtest, immer mehr so zu werden, wie du bist. Dir immer ähnlicher zu werden. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist in unserem Leben wirkst. Heute Morgen auch hier. Und dass du uns hilfst, uns von dir erneuern zu lassen, uns für dich neu zu öffnen. Amen.